Jo, servus nicht mal und grüß euch die Buben. Es ist wieder soweit. Ich bin ein bisschen unterwegs. Ja, aber wirklich nur ein bisschen. Denn meine Umbauarbeiten sind fast fertig abgeschlossen zu Hause. Nur mehr ein paar Kleinigkeiten, aber das kann ich selbst unter der Woche erledigen. Und heute Nachmittag kommt Besuch, da kommt mein Freund, der mir beim Umbau extrem geholfen hat, oder besser gesagt, ich habe ihm etwas geholfen dabei. Meistens hat er allein gemacht. Jo, ich möchte gern ein bisschen in mein Lager schauen. Schauen, wie es sich erholt hat. Sagen wir, Ex-Lager. Und ich habe auch in der Zwischenzeit etliche Pakete von euch bekommen. Und da möchte ich mich an dieser Stelle dann auch gleich in den Video, wenn wir dann oben sind, ein bisschen bedanken, weil zumindest das gehört sich. Gut, nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, gehen wir mal. Ja, da sind wir am Platzl angekommen. Ja, hat sich nicht wirklich viel verändert. Laub ist auch nicht viel abgefallen. Also von daher, da war mir mal mein Holzlager. Hier habe ich ein paar schöne Nächte verbracht und auch so etliche schöne Stunden. Ja, schaut da doch recht schön aus und da werden wir es jetzt ein bisschen gemütlich wieder machen. Ja Freunde, wie man sieht, ich habe es hier herum bequem gemacht. Ich habe wieder meinen Outdoor-Stuhl dabei. Ja, Bankgewissen, Alter, ist natürlich ein bisschen Bequemlichkeit. Nicht so schlecht. Ich gehöre leider nicht mehr zu den jungen Springern, aber ist halt so. Man macht es halt gemütlich. Wie sagt man so schön dazu? Glamping. Und zu diesen noch dazu gibt es jetzt einen Tisch. Der Kerl ist wunderschön zusammenlegbar. Klein, so wie der Ortsstadtstuhl. Zeigt es dann einmal, wie der im zusammengelegten Zustand ausschaut. Und an dieser Stelle gleich meinen herzlichsten Dank an den Fiete von Kanal Tannenherz Buschkraft, der mir diesen tollen Tisch geschickt hat. Ich habe auch noch andere Sachen bekommen, aber eine schöne Dose werdet ihr sicher einmal sehen bei mir auch. Wie gesagt, ich habe in der Zwischenzeit 4 Pakete bekommen während meines Umbaus und das musste alles irgendwo hingeräumt werden. Ich habe das jetzt durcheinander geschlichtet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Fressalien mir wer geschickt hat, aber ich habe auf alle Fälle wirklich eine ganze Menge bekommen. Ich habe vom Kanal Eifelwandern von Alex eine Löschdecke bekommen für meine Feuermatte als Ersatz, die wirklich feuerfest ist, ist ja auch eine Löschdecke. Die möchte ich aber erst noch zurechtschneiden und herrichten. Dann vom Stefan-Kanal, Stefan Hensemeyer, ein Riesenpaket mit Lixada-Hobo, Messer, Feuerstahl, Fressalien bis zum Umfallen, also gigantisch, gigantisch. Dann hat mich ja noch der Beat besucht vom Kanal Outdoor Wonderland, der hat mir auch noch eine Schüssel mit Geschenke mit Fressalien dazu gebracht. Das ist ja wirklich
vom Feinsten. Ich bin in nächster Zeit wirklich versorgt. Dann auch noch von einem treuen Zuschauer oder mehreren eigentlich, nämlich den Mario, Siegfried und Sammy. Die haben keinen eigenen Kanal, haben mir aber auch ein Paket mit super Frisalien zukommen lassen. In dem Sinn möchte ich mich bei allen vielen herzlichen Dank dafür. Also top. Ihr schaut auf meine Figur. Und ja, ihr werdet sicher das ein oder andere Teil einmal in den nächsten Videos sehen. Wie gesagt, ich habe leider die ganzen Packungen zusammengeschmissen. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem ich was habe, aber ich werde es auf alle Fälle extrem genießen. Jo, jetzt zeige ich euch noch schnell den Tisch, wie man den zerlegt. Das ist ein schönes Stecksystem. Auch hier herüben. Das hält auch bombenfest. Dann kann man den wunderschön, der ist so mit Gummis, kann man den wunderschön klein falten. Hier auch noch diese zwei Füße oder Auflieger gehen eigentlich raus. Und dann kann man den wunderschön klein zusammenfalten. Es gibt hier noch eine schöne Verpackung dazu, die wiegt 5-6 Gramm, wo dann diese beiden Teile super drinnen sind. Ja, an dieser Stelle nochmals an allen vielen herzlichen Dank für die tollen Pakete, die gekommen sind. Ich habe mich wirklich über jedes Teil riesig gefreut. Jo, jetzt möchte man es da noch ein bisschen gemütlich machen und ausnützen. Wir haben heute, es ist kurz vor 11:30 und möchte noch das eine andere Video kurz drehen. Ich habe eine Taschenlampe von der Firma Olight bekommen, die möchte ich ein bisschen vorstellen. Und meine Kaffeemaschine möchte ich auch noch in einem separaten Video dann endlich einmal zeigen, wie das ganze Zeug funzt. Ja, in dem Sinn machen wir es jetzt noch ein bisschen gemütlich und wir sehen uns dann später. Ja, haben wir ein Käffchen aus der Stanley French Press. Ist in der Zwischenzeit fertig. Video dazu kommt jetzt demnächst. Und jetzt wieder mal genossen. Heißes Käffchen. Ja, Freunde, habt ihr schon lange nicht gehört. Ein Prost auf meine alten Krankensesseln. Natürlich, dass bald gesund wird. Es sind immer die Ärmsten, denn ihr könnt nicht raus. Ich habe das jetzt beim Umbauen bemerkt, wie das ist. Eine Katastrophe. Aber, Freunde, das wird wieder. Und natürlich auch an den Rest der Outdoor-Junkies und Kaffee-Junkies. Prost, Freunde. Ihoho. Ich hab gewusst, was mir fehlt. Das Käfchen daheim ist sicher lecker. Aber das Ganze noch in den Ambiente und draußen, das ist es Itipferl, würde ich mal sagen. Ja, ich habe eigentlich den halben Herbst versäumt mit den Umbauarbeiten. Ja, mit dem Arbeiten vorhin habe ich es gemerkt, aber draußen war nicht wirklich was. Die erste Aktion war eigentlich mit dem Beat am Hausberg, die Übernachtung. Link von dem Video schmeiße ich da rein. Und das war extrem super. Also das hat mir so viel gegeben. Das war ein richtiger Kick. Der Beat hat natürlich auch ein Video gemacht, werdet ihr vielleicht schon gesehen haben. Link davon gebe ich auch da herum noch her. Ja, weil ich es gerade da liegen habe,
Ich habe mir ein paar Handschuhe gegönnt. Mechanix. Denkst du, die haben viele? Die sind super. Schauen auch geil aus. Waren auch kurzzeitig super. Aber leider. Beim ersten Einsatzauto, nämlich beim Beat am Steinbruch, der hat so ein Feuerdosel gehabt und das habe ich angegriffen. Und ich war eigentlich beim Handschuh durch. Ich zeige euch das einmal. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt da. Also, hier schauen die bescheiden aus. Der ist halbwegs okay. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das jetzt ein Produktionsfehler war oder ob die wirklich so ein Mist sind. Ich meine, 25 Euro ist ja nicht gerade wenig für Handschuhe, für 0815. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt, kennt ihr sicher aus meinen Videos, diese roten, was ich da immer habe, ein normaler Lederhandschuh, rot. Die habe ich mir jetzt noch einmal zwei Paar gekauft in Gelb, da kostet ein paar 4 Euro. Und meine roten habe ich glaube ich schon Jahre. Und die haben schon einiges mehr erlebt als wie das. Also das hat schon geschmerzt. Ja, ich ziehe es aber trotzdem an, was. Auch so ist es ja mal super Tarnung, sind ja so wirklich optimal, muss ich sagen, gefallen mir gut und benutzen ja auch viele von euch. Von daher werden sie nicht so schlecht sein. Ich schätze mal, ich habe vielleicht ein Pech gehabt und habe ein Montagsgerät erwischt. Vielleicht dort das Leder ein bisschen dünner oder was weiß ich was. Ja, weiter geht's. Werde dann schon langsam wieder zu Hause gehen. Meine anderen zwei Videos habe ich abgedreht. Die werde ich wahrscheinlich eh bald sehen. Das ist einmal die OLED-Taschenlampe, was ich bekommen habe. Und einmal das Stanley Cup. Das zeige ich euch, wie man den Kaffee macht. Jo, Freunde, passt. Bevor ich euch noch die Hucke noch mehr voll laber, mache ich da jetzt einmal einen kleinen Schnitt. Werde dann noch ein bisschen relaxen, wie gesagt, meinen Kaffee austrinken, zusammenpacken und dann ab Richtung Heimat. Ja, Freunde, habt's. Dunkles Wolkerl. Na, Regen ist keine angesagt. Jo, Freunde, man sieht sich später. Ciao dabei. Passt. Ja, bin ich wieder am Weg retour von meinem Ex-Platzl. Ja, immer wieder schön dort oben. Ich denke, in einem Jahr sieht man dort nichts mehr. Dann sind noch mehr Blätter und Laub drauf. Und dann hat sich das sowieso noch viel besser erholt. Ja, Freunde, die Gegend kennt sich sowieso viel zu gut. Genauso gut wie ich. Und ich melde mich, wenn ich wieder unterankommen bin. Ja, jetzt bin ich ja gleich wieder draußen. Freue mich wieder, wie immer, dass ihr dabei wart. Endlich bin ich wieder unterwegs. Und altbewährter Spruch, wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche. Und sehe aus dem Mal und viert euch die Buben.